Reisen nach Thailand. Wie sind die Einreisebestimmungen ab dem 1. November 2021? Da gibt es eine bessere und neuere Liste und auch ein paar Klarstellungen und Bereinigung von Unklarheiten heute in diesem Video. Hallo Leute, da ist wieder Mario aus dem wunderschönen Thailand und das Land wäre noch schöner, wenn die Einreisebestimmungen etwas lockerer wären. Ja, es gibt eine neue Liste und die ist sehr gut. Die schaut so aus, hier diese Liste, sehr detailliert und auch korrekt. Nicht so wie die erste Liste, die gestern oder vorgestern veröffentlicht wurde, die wir im letzten Video gesehen haben, da hatte die Regierung bereits wieder bestätigt, dass es diverse Fehler hatte. Also auch für mich hier ein riesen Fragezeichen, warum man einfach nicht in der Lage ist, eine Liste herauszugeben, die korrekt ist. Gibt es denn dort bei der Regierung in Thailand keine Leute, die das gegenlesen? Wird da einfach was gedruckt und rausgegeben mit vielen Fehlern? Und das haben wir auch bei uns in den Kommentaren gesehen. Und das werde ich jetzt heute richtig stellen, weil eben eine neue Liste kam, wo jetzt auch klar ist, wie das Ganze ablaufen soll ab dem 1. November. Ihr findet diese Liste bei mir auf Facebook, Myland Thailand, oder auf Twitter, dort heiße ich Thailand Deutsch. Gut, beginnen wir mal mit Punkt 1. Punkt 1, wir sprechen jetzt von Personen, die vollständig geimpft sind. Vollständig Geimpfte können aus einem von 46 gelisteten Ländern einreisen. Die sind ja bekannt, auch auf dieser Liste zu finden. Es gibt da aber eine Anpassung. Und zwar ist es so, dass man mindestens 21 Tage in einem dieser Länder gewesen sein muss. Beispiel, lebst du in Deutschland, bist dort angemeldet, dann kannst du natürlich nach Thailand reisen. Weil Deutschland ist auf der Liste, wie auch Schweiz und Österreich. Jetzt gehst du aber in die Schweiz und möchtest von der Schweiz wegfliegen, dann musst du mindestens 21 Tage in der Schweiz gewesen sein, als Deutscher, damit du von dort wegfliegen kannst, weil das die Regel ist. Für einen Urlaub oder was auch immer. Da gibt es eine Ausnahme. Personen, die in Thailand leben und hier angemeldet sind, oder thailändische Staatsbürger, diese Personen betrifft diese Regel nicht. Wenn ich jetzt als einer, der in Thailand lebt und hier gemeldet ist, in die Schweiz fliege und 2-3 Tage später wieder zurückfliegen möchte, dann geht das, kein Problem. Ein Thai genau dasselbe. Dann bei Punkt 2 ist das Certificate of Entry aufgeführt oder halt auch der Thai Pass, elektronische Dinge, die erledigt werden müssen, kennen wir ja. Certificate of Entry für Geimpfte wird wegfallen ab dem 1. November, aber die, die noch eins haben, die können auch dann noch einreisen. Aber das heißt jetzt nicht irgendwie, dass man dann abgewiesen wird, sondern es wird auch dann noch gehen, für die, die jetzt irgendwie Ende Oktober noch eins ausgestellt bekommen haben. Dann haben wir hier noch die Ausstellung von einer Krankenversicherung. Da ist 50.000 US-Dollar, das ist ja auch bekannt mittlerweile und ganz wichtig, der Covid-19-Test. Und da gibt es eine Klarstellung, das war in der letzten Checkliste falsch. Vor Abflug muss man ja einen negativen Covid-19-Test vorweisen und der ist ja nur 72 Stunden gültig und das gilt bis zum Einsteigen ins Flugzeug, also beziehungsweise bis zu dem Punkt, wo das kontrolliert wird und man dann das Ticket bekommt und ins Flugzeug kann. Also es zählt nicht die Ankunft in Thailand, sondern es zählt der Moment, wo man am Flughafen halt das Ticket dann bekommt, also den Check-in macht. Dort 72 Stunden. Dann haben wir noch eine Bestätigung, muss man ja beibringen, für das Hotel. Und hier gab es auch sehr viele Fragen. Ja, was ist denn das? Ist das jetzt Quarantäne oder nicht? Nee, es ist eigentlich keine Quarantäne. Es ist nicht so, dass du eingesperrt bist. Sie geben nur vor, dass du die erste Nacht in einem der Quarantäne-Hotels, also gibt es ja verschiedene, dass du eine Nacht einfach in einem Hotel nach Wahl, du kannst das auswählen, aber es muss ein zertifiziertes Hotel sein. Dort musst du übernachten. Es ist nicht so, dass du dort eingesperrt wirst. Es ist einfach so, dass sie
wissen wollen, wo du die erste Nacht bist, und das wissen sie, wenn du in einem Quarantänehotel bist, und sie dir dann den Covid-Test, den du bei Einreise absolvieren musst. Was da die Preise sind, ist noch nicht ganz klar, irgendwo zwischen 50 bis 100 Euro für so einen Covid-Test rechnet man. Und sobald am nächsten Tag oder innerhalb von wenigen Stunden, je nachdem wie groß der Ansturm ist und wie schnell das die Auswertung geht, wenn da der Bescheid kommt, dein Test ist negativ, dann kannst du gehen. Du musst nicht die ganze Nacht im Hotel bleiben, du kannst raus. Und einige haben schon geschrieben, Testresultate sind teilweise schon nach 6 Stunden da, und dann, wenn du den kriegst, dann tschüss, dann bist raus. Also man spricht zwar, einige sagen, ja, das ist doch Quarantäne. Nee, es ist keine Quarantäne. Und mein Gott, das ist eine Nacht, wo du in einem Hotel in Bangkok verbringen musst. Also wer sich denn das nicht mehr leisten kann, ja, dann muss man sich dann halt schon fragen, ob man wirklich jetzt nach Thailand reisen will. Wenn ich so ein bisschen in den Kommentaren sehe, wie viele das über diese eine Nacht in einem Hotel oder diese Buchung erzürnt sind. Dann ein Impfzertifikat beibringen, das hatten wir auch schon, da gab es, glaube ich, das war klar. Beim Flughafen gibt es Temperaturmessung, dann muss noch App installieren und so. Ja. Und dann auch ganz, ganz wichtig, für diejenigen, die geimpft sind und danach, nach diesem einen Tag, bis das Resultat kommt, Thailand bereisen dürfen. Es gibt eine Liste mit 17 Provinzen, die man bereisen darf. Man darf nicht ganz Thailand bereisen. Man muss in eine dieser 17 Zielprovinzen gehen. Also es ist tatsächlich noch nicht so, dass man einfach kommen kann, auch als Geimpfter, und dann halt sagen, so, jetzt bin ich frei, ich setze mich auf ein Motorrad, das ich miete, und fahre durchs ganze Land, quer durch. Das geht theoretisch nicht, aber praktisch, wer kontrolliert das? Einfach so nebenbei, weil ich bin noch nicht mal geimpft und ich kann im ganzen Land mich bewegen. Mit dem Risiko halt, dass wenn ich positiv getestet werde, ich irgendwo in Quarantäne muss, aber das muss ein Geimpfter auch, wenn er positiv getestet wird. Und das sind natürlich halt auch alles so Dinge, die viele davon abhalten, nach Thailand zu reisen. Und das verstehe ich auch. Dann, ja, die anderen Dinge. Ah ja, genau, noch eine Sache, die ist extrem wichtig. Und zwar, gestern im Video, oder nee, vorgestern war es, habe ich gesagt, und das war offiziell auf der Checkliste der Thai-Regierung, dass man eine thailändische Krankenversicherung benötigt. Das wurde korrigiert, das ist falsch. Das haben sie falsch draufgeschrieben. Es kann irgendeine Krankenversicherung sein mit einer Abdeckung von mindestens 50.000 US-Dollar. Also es muss keine thailändische Versicherung sein. Dann Kinder, habe ich auch gesagt. Kinder unter 12 Jahre müssen nicht geimpft sein, können einreisen mit den geimpften Eltern. So, jetzt habe ich viel über Geimpfte gesagt. Jetzt will ich noch ein paar Fragen beantworten. Geimpfte ist, glaube ich, jetzt klar. Oder ich glaube nicht, dass es da noch große Probleme gibt. Wie gesagt, schaut euch diese Checkliste an bei mir auf Facebook oder Twitter. Ich werde die Links in die Videobeschreibung packen. Dann könnt ihr nur draufklicken. Dann findet ihr die, und die ist wirklich klar. Jetzt, Nicht-Geimpfte. Wie läuft es dort ab? Und Personen, die aus einem Land kommen, das nicht auf der Liste ist, also eins der 46 Länder. Beginnen wir zuerst mit Personen, die zwar geimpft sind, aber nicht von einem Land einreisen, das auf der Liste steht. Ich nehme Türkei als Beispiel. Ein Deutscher, der in der Türkei lebt, der will nach Thailand einreisen. Der kann das, der muss über Sandbox einreisen, also Phuket. Und geht dort nicht 7 Tage in Quarantäne, der wird nicht eingesperrt, sondern er kann sich auf der ganzen Insel Phuket frei bewegen. Er muss einfach 7 Tage auf der Insel bleiben, bis er dann von der Insel weg kann und die 17 Provinzen, die auch geöffnet werden, bereisen kann in Thailand. Also, Geimpfte, die nicht von einem der 46 Länder kommen, die müssen nach Phuket in Sandbox gehen
und dort halt dann die 7 Tage zuerst mal auf der Insel verbringen, aber frei. Dann kommen die Nicht-Geimpften. Für die Nicht-Geimpften spielt es keine Rolle, wo die einreisen. In der Regel Bangkok, weil Phuket weist die meistens ab. Aber Bangkok ist eine Einreise möglich, und zwar ganz normal 10 Tage Quarantäne in einem Hotel. Und das bedeutet dann, dass man 10 Tage in Anführungszeichen eingesperrt ist. Also so wie wir es eigentlich gekannt haben. Vorher waren es ja 14 Tage, respektive in Wirklichkeit 16. Das ging ja runter auf 10. Aber du bist halt einfach 10 Tage in dem Zimmer. Und für Nicht-Geimpfte ist eine Einreise wirklich für einen Urlaub absolut uninteressant. Das macht wirklich keinen Sinn. Expats ja. Expats, die reisen wahrscheinlich ein und nehmen die Quarantäne auf sich, weil die nachher ja mehrere Monate hier sind. Aber auch hier gilt, du kannst dich am nächsten Tag, wenn du aus dem Quarantänehotel kommst, irgendwo in Bangkok beim Essen anstecken bzw. positiv getestet werden und du gehst wieder in Quarantäne. Das sind halt aktuell die Probleme und ich sage es, wie es ist. Es gibt jetzt auch bereits schon ein paar Daten, wo man geschaut hat, ja, werden mehr Leute einreisen, und die Zahlen, die sind sehr ernüchternd, also wenig. Es haben noch nicht wirklich viele einen Flug nach Thailand gebucht, gemäß TAT, Tourismusbehörde Thailand, und man rechnet nicht mit großem Ansturm. Also es wird wahrscheinlich auch dieses Jahr eine sehr ruhige High Season geben, aber das ist ja auch nicht schlecht, weil viele von euch, die wollen ja ein ruhiges und sauberes Thailand sehen, also sauber, okay, aber ein ruhiges Thailand und vor allem auch Orte besuchen, die halt jetzt nicht mehr mit Tourismus oder von Touristen geflutet sind, sondern man kann jetzt die schönen Orte anschauen. Oftmals ist man auch ganz alleine dort, ist vielleicht dann auch etwas langweilig, aber das geht für die, die einreisen können oder wollen. Aber ich schätze mal, es wird die aktuelle Wirtschaftslage hier nicht wirklich verbessern. Die ist immer noch schlecht, die Leute haben keine Arbeit. Und der Tourismus wird es dieses Jahr aus meiner Sicht nicht richten. Also es werden zu wenig Leute kommen, um hier die Wirtschaftslage im 2022 meiner Meinung nach halt wirklich anzukurbeln. Okay, ich weiß, ich habe kaum Fragen beantwortet aus dem Chat, werde ich dann machen in den nächsten Videos, ich verspreche es. Aber denkt daran, wenn ihr die Checkliste abarbeitet, die ich jetzt gepostet habe auf den anderen Plattformen, dann sollten eigentlich die Fragen klar sein, weil die Checkliste ist wirklich gut. Nur einziges Problem, sie ist in Englisch. Also die kein Englisch verstehen, die werden da etwas Mühe haben, aber es gibt ja auch Google Translate, könnt ihr dann dort übersetzen lassen. Das war's von heute. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn du magst. Grüße aus Thailand.